Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Eine sehr, sehr, sehr kalte Woche ist vorüber und es war wirklich sehr kalt. Und ich weiß tatsächlich nicht, wie es nächste Woche werden soll, wenn es noch kälter werden soll. Also es ist nicht so mein Wetter. Und ich habe die Woche auch ein bisschen immer mal mit Halskratzen und so gekämpft. Glaube aber, dass ich das ganz gut mit Lutschtabletten und Thymian-Tee in den Griff bekommen habe, beziehungsweise bekomme. Also, dass es im Grunde nicht ausbricht und schlimmer wird. Die Erkältungswelle ist gefühlt ja um einen herum. Und ich hoffe, dass keiner von euch allzu sehr erkältet ist. Weil, das sind ja auch so Dinge, die kein Mensch braucht. Geschweige denn, dass ich dafür Zeit hätte, krank zu sein, weil das frisst einen ja wirklich immense private Zeit. Nicht nur, dass man halt krank ist und nicht auf Arbeit gehen kann, sondern auch das Privatleben liegt ja dann gefühlt brach und das Einzige, was man dann tun kann, ist eigentlich, Serie suchten oder Hörbuch hören. Aber das kann ich auch, ganz ohne, dass ich krank bin. Ja, meine Lesewoche war tatsächlich so ein bisschen gemischt. Tatsächlich eher so Durchschnitt als großartig. Dafür hat mich ein was wirklich sehr, sehr gepackt. Aber ich denke, wir starten jetzt erstmal wieder so der Reihe nach, wie immer. Es ändert sich ab der heutigen Bücherwoche nur eine Kleinigkeit. Ich möchte bei den Büchern weniger auf die Details zum Buch eingehen, also was Seitenanzahl, Preis, Verlag und sonstiges angeht. Das packe ich für euch alles in die Infobox rein und möchte das einfach so beim Reden nicht groß erzählen. Also das möchte ich so ein bisschen ändern, weil ich merke, dass mich das manchmal so im Redefluss hindert, weil ich bin dann schon gedanklich so beim Erzählen, um was ging es wie fand ich's? Und dann denke ich, oh, du musst aber ja noch so diese theoretischen Details erzählen und jetzt machst du mich hier ganz durcheinander mit deinem Gekuschel. Und dementsprechend findet ihr das jetzt alles unten in der Infobox und alles, was ihr da irgendwie sucht. Auch Rezensionen zu ersten Teilen zum Beispiel, was gerade jetzt, bei einem Buch zumindest interessant ist, findet ihr alles da unten. Guckt da also mal rein. Und auch Lesegruppen, alle die es gibt, egal ob es der Leseclub ist, Dan Simmons oder jetzt auch der Harry Potter Reread, der ja theoretisch ab März losgeht, findet ihr alles immer in der Infobox. Guckt da also mal rein. Sollte ich mal irgendwas vergessen, schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann füge ich das natürlich hinzu. Mich macht hier eine geschnurrte Dame ganz nervös. Ja, die liebe Frau Sanni ist hier und ach ja. Ja, zu den Büchern dieser Woche. Am Wochenende begleitet hat mich Die Schokolaterie der Träume von Manuela Inusa. Das ist der besagte zweite Teil dieses Videos sozusagen, wo ich gesagt habe, der erste ist unten in der Infobox verlinkt. Auch wenn mich der erste ja nicht hundertprozentig begeistern konnte, war ich dennoch neugierig, wie diese Reihe weitergeht und habe diese am Wochenende gelesen. Dann habe ich gehört und auch beendet, ich habe es in der letzten Woche schon erzählt, und zwar Spiel der Zeit, der erste Teil der Clifton-Saga von Jeffrey Archer. Hatte ich ja am Donnerstag vor einer Woche damit begonnen und ist diese Woche auch beendet. Zudem bin ich jetzt schon bei über der Hälfte vom zweiten Teil. Dann habe ich gelesen Die Gabe von Naomi Alderman, eine Dystopie, die von Margaret Atwood sehr, sehr empfohlen wird, auch vorne mit dem Aufdruck, ihr seht es jetzt, denke ich, im Cover und mich dadurch besonders neugierig gemacht hat. Und als letztes habe ich das Leseclub-Buch des Monats sozusagen beendet, und zwar Lockwood und Co., Die seufzende Wendeltreppe von Jonathan Stroud. Ja, das sind die Bücher dieser Woche, egal ob echtes Buch, Hörbuch oder E-Book, wie ihr seht, bunt gemischt, weil ich das ja beim Parallellesen brauche und ich merke, dass ich da so richtig schön in den jeweiligen Flow komme, wenn ich möglichst die Medien ein bisschen voneinander trenne. Das erste Buch der Woche am Wochenende war aber ein echtes Buch, ein Taschenbuch, und zwar Die Schokolaterie der Träume von Manuela Inusa. Das ist der zweite Teil der Reihe. Der erste Teil war Der kleine Teeladen zum Glück. Und geplant sind auch schon ein dritter und vierter Teil. Es gibt einmal noch den Trödelladen und es wird auch noch das wunderbare Wollparadies geben. Theoretisch müsste es auch noch einen fünften Band geben, dazu konnte ich aber noch nichts finden. Der erste Teil bezüglich des Teeladens, den fand ich ja so okay. Ich mag die Idee hinter der Geschichte. Es geht hier ja um die Valerie Lane, das ist eine Einkaufsgasse sozusagen mitten in England. Und hier haben wir eben fünf Geschäfte, die von fünf jungen Frauen betrieben werden. Und wir haben eben den Teeladen, die Schokolaterie, das Wollparadies.
den Trödelladen und das Antiquariat. Ich glaube, so war's. Und ja, dementsprechend verfolgen wir eben in jedem Buch eine der Damen, der Mädels, der Jungfrauen im Grunde auf ihren Weg, da es da irgendeine Wendung gibt. Und der Teeladen hat mir von der Idee und von der Atmosphäre gut gefallen, allerdings konnte mich der Schreibstil nicht wirklich packen und begeistern. Und ich hatte eben die Hoffnung, dass das mit dem zweiten Teil ein bisschen besser wird. Denn wir treffen hier auf Kira, die eben für ihre wohlschmeckenden Kreationen aus Schokolade bekannt ist und dementsprechend natürlich auch ein bisschen zu viel auf der Hüfte hat und auch sehr kurvenreich wurde, was ihrem Freund Jordan aber gar nicht gefällt und er ihr das auch bei jeder Gelegenheit sozusagen aufs Brot schmiert, dass er das überhaupt nicht gut findet, wie sie gerade so aussieht. Und ja, damit nimmt sozusagen das Schicksal seinen Lauf in der romantischen Gasse der Valerie Lane, denn natürlich die anderen Mädels, darunter Lori und Ruby, also Lori kennen wir aus dem ersten Teil, Ruby und Susan, stehen natürlich ihrer Freundin zur Seite und ja, wir begleiten sie da so ein bisschen durch ihren Alltag. Nach wie vor liebe ich die Idee. Diese Idee, dass die Protagonistinnen der Bücher irgendwas miteinander zu tun haben, dass sie in den Geschichten der anderen auftauchen, dass sie mittwochs zusammensitzen und Käffchen trinken, einen Tee trinken und dazu Schokolade essen und Selbstgestricktes tragen, das finde ich super, super schön. Ich mag diesen Grundgedanken, ich mag auch unsere 5 Mädels, die es in den Geschichten eben gibt. Und das ist wirklich was, was mir Spaß macht. Aber, und das ist wirklich so der große Kritikpunkt, der so ein bisschen unschön ist, ist einfach der Schreibstil. Ich finde, dass der unglaublich einschläfernd ist, dass die Geschichte nur so vor sich hin trüppelt, dass da so keine Spannung aufkommt, kein Gefühl, kein Kitsch, kein Miteinander. Man immer so außen vor bleibt als Leser. Und das finde ich gerade bei so einer Geschichte unglaublich schade. Wenn ich mir da zum Beispiel die New York Diaries anschaue von Adriana und Anne, wo ja auch die Protagonisten sozusagen alle ein bisschen was miteinander zu tun haben und eben in diesem Knights Building in New York wohnten, da war man irgendwann Teil dieses Knights Building. Und ich möchte eben auch Teil dieser Valerie Lane werden. Und ich möchte da sein, da wohnen, da einen Laden haben, mit den Mädels abhängen. Und ich möchte als Leser da mit dabei sein. Und das klappt irgendwie nicht. Das hat auch im zweiten Teil nicht wirklich geklappt. Zudem ist es manchmal wirklich, sehr tröppelig. Also es ist so gefühlt, wird das alles so lauwarm gekocht. Und das fand ich sehr, sehr schade. Denn die Mädels wachsen einen schon ans Herz und man spürt so die Sympathie für die Mädels und geht da auch so mit. Und man kann sich auch hier in Kira so gut hineinversetzen und wie menschlich das ist alles super, aber so vom Rüberbringen habe ich das Gefühl, das kriegt die Autorin für mich einfach nicht so richtig hin, weil man möchte zwar wissen, wie es auf dieser Straße weitergeht, wie es mit den Läden weitergeht, aber da passiert so wenig und es ist einfach so total ermüdend und es soll irgendwie ein Wohlfühlbuch sein und ich denke, das passt auch schon, aber es müsste für mich einfach mehr passieren, die Charaktere müssten mehr erleben, es müsste mehr Spannung geben und dass man da einfach ein bisschen mehr mitfiebert und nicht einfach nur liest und weg, weil ich bin einfach kein Wegleser. Ja, das mag ich und ich mag es, wenn ein Buch mich so packt, dass ich es weglese, aber ich möchte ein bisschen Hirn haben, dass ich das anstrengen muss. Ich möchte Gefühle haben und zumindest irgendwas von beiden und wobei sich das ja nicht ausschließen muss, aber und das ist echt schade. Also ich überlege immer noch, greifst du, wirst du zum dritten greifen oder nicht und mach mir da so meine Gedanken. So richtig überzeugt bin ich nicht und ich weiß auch nicht, ob es mit dem dritten besser wird und ja, wobei ich natürlich so das Wollparadies mit Ruby, ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht und werde mal gucken. Also, ich habe gerade den ersten Band bei einer lieben Freundin ausgeliehen. Ich bin gespannt, was sie dazu sagt und was sie für Gedanken dazu hat. Dorina, wenn du das siehst, liebe Grüße. Ich würde mich über deine Gedanken freuen. Und dann gucke ich einfach mal, ob vielleicht ich das nur so sehe und irgendwas übersehe. Und jetzt hoffe ich, es wird nicht zu dunkel, weil gerade so die Sonne verschwindet. Ach, ich bin heute ein bisschen spät dran. Also von daher nur so ein okay Buch, mit dem ich die Woche begonnen habe.
Währenddessen ging es aber schon hörtechnisch weiter mit Spiel der Zeit von Jeffrey Archer. Das ist der erste Teil der Clifton-Reihe, Clifton-Saga. Das ist eine siebenteilige Reihe, die auch schon beendet ist. Und alle sieben Teile sind vorrätig, also sind käuflich erwerbbar sozusagen auch als Hörbücher. Im ersten Teil haben wir noch drei verschiedene Sprecher. Ich glaube, ab dem zweiten Teil gibt es jetzt dann nur noch einen. Zumindest so, wie ich das jetzt rausgehört habe, ist das, glaube ich, nur noch Erich Reuker, der wirklich eine sehr angenehme Erzählstimme hat, was auch das Hören des ersten Bandes sozusagen zu einem absoluten Hörgenuss gemacht hat. Ich persönlich finde ja den englischen Titel Only Time Will Tell viel, viel schöner, denn ich finde, das passt einfach viel besser zu dieser Geschichte und gefiel mir so, wie ich es gelesen habe, wie der Ursprungstitel ist, sehr, sehr gut. Und ja, covertechnisch finde ich, sowohl jetzt den ersten wieder nach dem zweiten Band richtig, richtig schön. Und sie passen halt so auch zusammen und ich könnte mir die auch sehr schön dann so in meinem Bücherregal vorstellen. Mal gucken. Ja, es geht in dieser Clifton-Saga um die Familie Clifton und auch um die Familie der Barrington. Wir treffen auf Harry Clifton, als er als sehr, sehr junger Junge sozusagen, ich weiß gar nicht, wie alt er anfangs ist, 4, 5, 6, also er kommt gerade in die Schule und er beobachtet eben immer gerne seinen Onkel wie der eben am Hafen arbeitet und will eigentlich Hafenarbeiter werden. Er hat seinen Vater im Grunde verloren, scheinbar im Krieg. Das erzählen ihm zumindest seine Mutter, sein Onkel und auch seine Bekannten, Verwandten. Aber man merkt schon gleich zu Beginn, dass es da irgendein Geheimnis gibt. Und wir begleiten dann eben Harry so beim Erwachsenwerden. Ich glaube, im ersten Band wird er knapp so 18, 19. Also wir haben so ein Jahrzehnt, würde ich sagen, von Harry im Grunde, wo wir ihn kennenlernen. Und wir erleben eben, wie er auf eine Elite-Schule kommt, wie er dort Freundschaften schließt, wie er so den Snob im Grunde ein bisschen aufweicht und eben auch beste Freunde findet. Unter anderem eben Giles, den ich super gerne habe und total ins Herz geschlossen habe und der aber wirklich total versnobbt, theoretisch ist er aus einer ganz reichen Räderfamilie, kommt nämlich aus dieser Barrington Reederei und der hat eben auch eine, glaube ich, jüngere Schwester, die Emma, und zudem gibt es eben auch noch den Freund Deacon, der ein absoluter Büchernarr ist und wirklich so der Schlauste dieser Truppe ist, und wir begleiten eben diese jugendlichen Kinder zu Beginn und Jugendlichen dann so ein bisschen in ihrem Leben. Gleichzeitig haben wir aber noch andere Perspektiven, nämlich die von Harrys Mutter unter anderem, die uns eben auch die Geschichte aus ihrer Sicht so erzählt. Und dann haben wir auch noch Old Jack, den ich absolut in mein Herz geschlossen habe. Und der uns eben auch die Geschichte nochmal aus einer anderen Sicht erzählt. Und das ist tatsächlich so der eine Kritikpunkt, den ich an dieser Geschichte habe, ist, dass wir eine Geschichte 3, 4 Mal erzählt bekommen. Und im Grunde geht die Geschichte gefühlt auch nach 3 Stunden Hören nicht vorwärts, weil wir ja immer wieder bei Stunde 1 anfangen. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich hätte mir eher gewünscht, dass man so in diesen Situationen vielleicht schon in diese Perspektiven rutscht und nicht immer schon weiß, wie geht's denn aus, weil dann ist die Spannung, ich meine, man weiß ja, wo der Weg von Harry hingeht, wenn er einem das erzählt, da kann mir seine Mutter oder Old Jack oder nichts mehr Neues erzählen, sondern ich weiß, wo der Weg hingeht, der ist nur ein bisschen anders. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, dass man so sehr eingetaucht ist in die Geschichte, fand ich toll. Ich hätte mir tatsächlich aber nicht diese vielen, Stränge so gewünscht, sondern so ein bisschen, wie es eigentlich dann jetzt auch im zweiten Teil ist, dass das so ein bisschen komprimierter ist. Aber man lernt natürlich im ersten Teil wirklich diese ganzen Charaktere kennen. Es ist eine gute Mischung aus alt und jung und auch von den verschiedenen Schichten ist das sehr interessant. Und das ist so für mich ein absolutes Wohlfühlhörbuch. Es entschleunigt, es entspannt. Man hört da gerne zu, wie es mit einer Serie eben auch der Fall wäre. Man schaltet an und lässt sich so berieseln. Dieses Wort mag ich eigentlich nicht, weil dafür steht ja für mich Hirn aus und ich lasse mich berieseln. Das ist hier ja anders, aber man ist so mittendrin in dieser Geschichte, man ist so dabei, man fühlt mit, man bekommt einen Bezug zu diesen Charakteren und man muss ja auch mal dazu sagen, dass der erste Teil der Geschichte, ich glaube nur nicht mal ein Fünftel, also ein Siebtel ja von der großen Geschichte ausmacht, und wenn man das runterbricht auf ein 500-Seiten-Buch, da hätten wir ja noch nicht mal 70 Seiten gelesen und da kann man natürlich noch gar nichts so dazu sagen. Man lernt halt die Charaktere kennen, die Zeit kennen. Wir sind da in den Jahren 20 bis ein paar 30 oder bis 40. Es bekommt auch so einen Schlag von Weltkrieg.
Wir sind natürlich in der Zeit nach dem Großen Krieg, wie man ja den Ersten Weltkrieg direkt danach nannte. Man wusste ja nicht, dass man das Zählen anfangen muss. Und dann natürlich schon so ein bisschen in Vorbereitung in den Zweiten. Aber, und das ist für mich, der ja so eine Sperre hat, was Zweite Weltkrieg-Geschichten und Menschen darin und so angeht, das ist einfach so, das kann ich auch nicht näher erklären, ist das absolut machbar, weil das Historische so ein bisschen in den Hintergrund rückt und wirklich die Menschen und die Beziehungen und die Gefühle und sowas viel, viel wichtiger sind als das Historische. Das fließt natürlich ein, denn das hat natürlich Auswirkungen auf die Leben unserer Charaktere, aber alles in allem bleibt das wirklich im Hintergrund. Und mir hat der erste Teil so gut gefallen, dass ich direkt froh war, dass ich den zweiten Teil ja auch schon als Hörbuch da habe. Switch war es auf dem Handy. Und wie gesagt, auch davon habe ich jetzt schon über die Hälfte gehört. Und ich denke mal, dass mich jetzt diese Hörbuchsaga die nächsten Wochen auf jeden Fall begleiten wird. Der zweite Teil ist ja dann das Vermächtnis des Vaters. Und da geht die Geschichte im Grunde direkt geht sie direkt weiter. Und ich bin super neugierig, wo mich das hinführt, wo es hingeht. Man merkt schon am Anfang des zweiten Teils, dass es ein bisschen spannender wird als der erste, dass so dieser reine Kennenlernmodus so ein bisschen aufhört und man jetzt wirklich so tiefer in die Geschichte geht und eben tiefer in die Charaktergestaltung. Und mir macht das großen Spaß. Ich mag auch die Sprecher. Ich finde das großartig zum Hören. Also ich höre das auch bei jeder Gelegenheit morgens beim Fertigmachen im Solarium, in der Badewanne, vorm Einschlafen. Aber nicht, dass ich einschlafe, das ist ja so mein Problem. Ich muss dann schon bewusst ausschalten, damit ich runterkomme und schlafe. Ich höre eigentlich überall, wo man eben hören kann, beim Haushalt, ne, bei all diesen Dingen und genieße das wirklich sehr. Und es macht mir wirklich großen Spaß und ich lasse mich da gerne mitreißen und mitfiebern. Und ja, wie gesagt, so ein bisschen der erste Teil noch nicht so ganz rund, wie ich finde, aber ich finde, es muss ja in so einer Reihe auch steigerbar sein. Also entweder ist ein erster Teil absolut grandios und lässt nach. In diesem Fall hoffe ich, dass die ein, zwei Kritikpunkte, die ich habe, so ein bisschen ausgemerkelt werden mit den nächsten Teilen und ich dann wirklich so in der Mitte sozusagen, ach, dann 10 Sterne von 5 vergebe. Es gefällt mir, ich hätte es nicht erwartet, das muss ich ehrlich sagen. Ich hätte nicht geglaubt, dass mich das so ja, begeistern, mitreißen kann und ich danke wirklich Miri und Claudia, ja, dass sie mir das Hören sozusagen so nahe gebracht haben und mir eben auch die Hörbücher zur Verfügung gestellt haben und ja, ich die jetzt hier im Grunde liegen habe als CD und ich die jetzt mit dieser tollen App dann auch auf dem Handy hören kann, was wirklich großartig ist. Und dann, ja, kam das nächste Buch, das ich beendet habe, beziehungsweise nach der Hälfte in etwa abgebrochen habe. Ja, und zwar Die Gabe von Naomi Alderman. Ein Buch, das schon gefühlt sehr gehypt wurde, bevor es im deutschen Raum überhaupt erschienen ist. Denn Margaret Atwood, die ich ja im letzten Jahr so vom Schreiben und von der Serie Alias Grace kennengelernt habe, hat dieses Buch im Grunde schon als etwas ganz anderes und unbedingt Lesenswertes betitelt. Es ist theoretisch eine Dystopie, eine Zukunftsversion, vielleicht ist es auch eine Utopie, je nachdem, welchen Standpunkt man vertritt, in dem es wir im Grunde 10 Jahre vor dem eigentlichen Cut sozusagen anfangen und zwar die Frauen sozusagen eine Macht bekommen, die Gabe bekommen, Männer durch Strom, Elektrizität im Grunde zu verletzen und zu töten, wenn es darauf ankommt. Manche Männer stehen da drauf, andere eher nicht und Frauen nutzen das im Grunde mehr oder weniger schamlos aus, sich an den Männern in ihrem Leben, egal ob Väter, Freunde, Ehemänner, zu rächen und ja, im Grunde das, was sie all die Jahre waren, nämlich ja, das schwächere Geschlecht, drehen sie im Grunde um in eine Extreme. Und ich sage deswegen Utopie, weil das manchen Frauen und auch manchen Männern bestimmt gut gefallen würde. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich konnte mit dieser Story nicht sehr viel anfangen. Der Gedanke, dass Frauen eine Gabe haben und irgendwie etwas Besonderes sind, fand ich spannend. Aber gleichzeitig dachte ich schon, es muss irgendeinen Haken haben. Und der Haken in dieser Geschichte ist eben, dass sich Frauen gefühlt noch schlimmer benehmen, als es die Männer in unserer Zeit tun. Was ich überhaupt nicht gut finde und auch nicht gut heißen kann. Und allein diese extreme Gewalt und Brutalität und dieser Spaß an der Gewalt, das war für mich absolut was, was mich total entsetzt hat und auch erschrocken hat. Weil ich lese hier keinen blutrünstigen Thriller, kein Horrorbuch, wo jemand ja gerne, keine Ahnung, irgendwelche Menschen umbringt und keine Ahnung, ne, das lese ich nicht, sondern
ich erwarte eine Dystopie. Wie gesagt, gerne auch noch eine Utopie, dass, ob jetzt Frauen immer die Welt besser machen würden, sei es auch mal dahingestellt. Aber dieses Buch schreit so nach Gewalt, dass ich dachte, nein. Ich habe wirklich nach der, ich war so angewidert von der Geschichte, von dieser Vorstellung, wie die Frauen da gezeigt wurden und dann auch die Männer, dass ich dachte, das will ich einfach nicht lesen. Das war wirklich, mir hat das überhaupt nicht zugesagt. Ich fand, zu Beginn die ersten 100 Seiten fand ich unglaublich schwierig. Der Schreibstil wirkte eher wie stichpunktartig heruntergeschrieben und ein paar Sätze draus gemacht. Und man guckt eben rückwirkend auf etwas, weil man fängt ja auch 10 Jahre davor eben an und dann 9 Jahre, 8 Jahre und verschiedene Dinge tun sich auf. Wir erleben, wie sich die Mädchen entwickeln, wie manche mit der Gabe umgehen. Wir erfahren auch, dass Politikerinnen eben diese Gabe haben und eben durch solche Mädchen verstärkt werden. Und man erfährt eben auch, was für Ekelpakete die Männer auf dieser Welt sind. Ich denke so, dieses Pauschalisieren geht für mich einfach überhaupt nicht. Natürlich gibt es Regionen auf unserer Welt, wo Frauen ja angeblich vor den Männern versteckt werden. Gerade wenn man an diese Scharia-Geschichten denkt, wo man sich da als Frau verhüllen muss. Und weil man ist ja, also na, man wird ja geschützt. Es wird diesen Frauen ja im Grunde gesagt, dass das ja nur zu ihrem eigenen Schutz passiert. Darüber kann man denken, was man möchte. Ich glaube, meine Meinung hört man jetzt raus, aber es geht hier ja auch um meine Meinung. Und da gibt es ja auch Bereiche, dass eben Frauen im hinteren Teil des Busses fahren, Frauen separat ihren Strandabschnitt haben, Frauen separat irgendwo essen gehen. Und das Gleiche haben wir jetzt hier, denn jetzt sind auf einmal die Frauen die Bösen und die Männer, die Jungs müssen geschützt werden. Da gibt es dann Männerzimmer und die Schulen werden getrennt, weil die bösen Mädchen. Und im Grunde hat man versucht, diese Rolle einfach zu tauschen und zeigt es überspitzt. Manchmal fragte ich mich, ist das Satire, die ich hier lese? Was soll ich denn mit diesen Sachen? Weil einfach diese Welt, wie sie jetzt ist, 1:1 und dann extrem überspitzt, was habe ich denn davon? Nur, dass jetzt eben die Frauen das starke Geschlecht sind. Wer sagt uns denn, dass das... ich rede mich gerade in Rage. Es tut mir sehr leid. Ich fand es einfach nicht gut, aber damit kann ich euch ja nicht sitzen lassen. Also ich fand das wirklich einfach schlimm, wie auch die Frauen darin getickt haben, wie die ihre Macht ausgekostet haben, wie die mit der Macht umgegangen sind, wie die brutal wurden, was sie sich dachten, dass dann so ein junges Mädchen als das erste Mädchen schlechthin da so ein Kloster übernimmt und sie wird hier... Oh, ich fand das wirklich schrecklich. Also es ist im Grunde unsere Welt nur extremer, überspitzter und eben sind die Frauen die Bösen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass in unserer Welt die Männer die Bösen sind, aber so kommt es in dieser Geschichte vor. Und ich habe mich gefragt, was für ein Weltbild hat eigentlich diese Autorin? Kennen die nur Idioten als Männer? Und wenn ja, dann sollte sie sich mal bedenken, mit welchen Männern sie sich umgibt. Weil von all diesen Klischees und diesen Stereotypen, da kenne ich keinen einzigen davon, der so extrem war. Also, dass man Männer trifft, die Idioten sind, die dumm sind. Ich meine, ich kenne auch genügend Frauen, die Idioten und dumm sind. Und ich konnte damit nichts anfangen. Dieses extreme Geschlechtertrennung und dieses Schwarz und Weiß und eben auch diese Brutalität. Und ich mochte auch den Schreibstil einfach überhaupt nicht. Und ja, so dieser Perspektivwechsel, wir haben 3 Frauen, glaube ich, 3 junge Mädchen irgendwie begleitet und darunter eben auch einen jungen Mann, der im Grunde zu Recherchezwecken wie so eine Art Journalist unterwegs war. Ja, das war irgendwie interessant, aber der Schreibstil konnte mich nicht begeistern. Ich war anfangs total verwirrt, wo ich überhaupt bin und zwischendrin immer wieder diese Brutalität und dieses, ach, manche Männer finden das aber toll und kommen zum Stromschläge abholen bei mir vorbei. Und ich dachte so, was will man mir damit sagen? Und nach der Hälfte habe ich beschlossen, Steffi, du regst dich nicht auf. Und ja, ich rede sehr gerne mal in der dritten Person von mir und denke dann so, nee, nein, nein, nein. Mir hat es wirklich, also ich habe wirklich so oft mit dem Kopf geschüttelt und ich verstehe nicht, wie man so ein Buch auf die Welt loslassen kann. Womöglich noch an Jugendliche, denn es sieht ja optisch aus wie ein Jugendbuch und es wird tatsächlich betitelt mit Orwell und Huxley und wo ich so denke, nein. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Also es ist mit wirklich die schlechteste Dystopie, Utopie, wie auch immer wir es betiteln wollen, die ich je gelesen habe. Und ich hatte manchmal, und damit möchte ich jetzt nicht das Buch von Stephen King runtersetzen, so einen Gedanken an Sleeping Beauties, wo wir ja auch den Fall haben, dass die Frauen einschlafen alle und dann auf einmal die Männer so mit sich selbst zu tun haben, wo ich ja auch schon kritisiert habe, wie das Männerbild da dargestellt wurde und auch wie die Frauen da im Grunde in den Himmel gelobt wurden. Und ich mir auch schon dachte, das ist so einfach nicht. Und ja, man muss in so einer Geschichte natürlich was überspitzen, man muss, aber
dann mache ich es irgendwie anders. Ich weiß nicht. Ich bin ja ein großer Dystopien-Fan, aber ich konnte damit nichts anfangen. Ja, und dazu jetzt, glaube ich, ausreicht jetzt genug darüber geredet. Es ist leider nicht mein Buch und ich hoffe, dass es jetzt noch das Stückchen hell bleibt, damit ich über das letzte Buch der Woche auch noch sprechen kann. Ein Buch, das ich gestern Abend beendet habe, einen Tag früher, als es im Leseclub eigentlich beendet ist. Aber ich wollte es natürlich hier jetzt zeigen. Und zwar Lockwood & Co. von Jonathan Stroud, Die seufzende Wendeltreppe. Das ist Teil 1 von 5. In diesem Fall gibt es auch schon alle 5 Bände. Der 5. Band ist, glaube ich, letztes Jahr im November erschienen. Und das ist unser Februarbuch aus dem Leseclub gewesen. Wir haben uns ja da Jugendbücher ausgesucht gehabt. Und das war bei mir jetzt ja auch schon relativ lange auf dem Sub. Ich könnte mir vorstellen, schon locker fast 2,5 Jahre. Ich glaube, ich hatte es ziemlich zu Beginn, als es rauskam. Und es müsste 2015 gewesen sein. Und seitdem könnte es tatsächlich auf dem Sub liegen. Also auf jeden Fall schon 2 Jahre. Ja, die Geschichte spielt in einem veränderten England, das gut 50 Jahre jetzt von Geistern sozusagen bewohnt wird, beziehungsweise ja, die Geister, die Menschen heimsuchen und man offiziell jetzt auch weiß, es gibt Geister. Und darunter gibt es eben ja auch Geister, die durchaus gefährlich sein können, die böse sein können, die Menschen ärgern, die aber oft auch einfach einen Grund haben, warum sie noch auf der Erde sind. Und es ist eben auch so, dass die Geister von Jugendlichen und auch Kindern mit einer besonderen Begabung gesehen bzw. gehört werden können und sich darunter dann eben ja Agenturen gebildet haben, die eben diesen Geistern nachstellen bzw. herausfinden, was wollen die Geister eigentlich, die da Menschen irgendwie heimsuchen. Und wir treffen eben auf 3 Jugendliche. Anthony Lockwood, nachdem die Geschichte bzw. die Agentur Lockwood & Co. auch benannt ist. Wir treffen auf Lucy und auf George. Ja, wer hier jetzt Parallelen zu Harry Potter sieht, kann die gerne so wie ich auch sehen. Und die 3 arbeiten eben in dieser Agentur und wir treffen die im Grunde bei ihrem ersten Fall. Denn wir sind eigentlich mitten dabei, als die Geschichte anfängt, als Lockwood und Lucy in ein Haus gehen, um dort eben einen Geist zu finden, scheinbar der Hausbesitzer. Und dann aber allerhand Dinge passieren, unter anderem ein sehr, sehr großer Brand in diesem Haus, für den die 3 im Grunde verantwortlich sind. Und um das Geld sozusagen für den Brand dann aufzubringen, für den Schaden, müssen sie einen Fall annehmen, der gefährlich ist, der spannender ist und sie da große Gefahren bringt. Wir lernen die 3 Charaktere ja so gut nach und nach kennen. Gerade die Vorgeschichte von Lucy fand ich mega spannend und auch gut dargestellt. Ich mochte aber tatsächlich die 3 Jugendlichen nicht. Das ist so wirklich was, wo ich dachte, ich wurde mit keinem der 3 so richtig warm. Ich fand keine der 3 so richtig interessant, packend. Ich fand sie alle 3 manchmal sehr, sehr kindisch. Ja, es ist ein Kinderbuch. Ja, ich habe das verstanden. Aber auch Harry Potter ist ein Kinderbuch und da hat mich gefühlt eigentlich keiner der kindlichen Charaktere genervt. Hier hatte ich so das Gefühl, es wirkte alles ein bisschen stelzig. Es wirkte gestellt und ich hatte das Gefühl, man wollte etwas, beziehungsweise der Autor wollte etwas und bei mir ist es einfach nicht angekommen. Ich mochte die Streitereien nicht, die Kabbeleien nicht, diese ständige Hin und Her dieser 3, besonders von Lucy und George. Und ich dachte so, ach, jetzt reißt euch doch mal zusammen. Und das hat mich tatsächlich sehr, sehr genervt, sodass ich, weil ich einfach mit so Kindergarten nicht viel anfangen kann. Der Schreibstil war sehr einfach gehalten. Man kam, wenn man angefangen hat mit Lesen, auch wirklich gut durch diese 50, 60 Seiten, die wir pro Tag hatten. Es hat mich nicht so richtig zu dem Buch hingezogen, wenn ich zu Hause war, aber wenn ich da mal angefangen habe, war man sehr schnell wieder in der Geschichte drin. Manchmal waren die Abschnitte auch sehr gemein cliffhangermäßig gesetzt. Es war an manchen Stellen spannend, es war auch ganz okay erzählt. Ich habe auf den Hype und den Bann gewartet. Die Buchreihe wird so gehypt, ich kenne keinen, der die Buchreihe nicht mag. Ich kenne so viele, die total jetzt froh waren, dass endlich der 5. da waren, die das total gefeiert haben, die das großartig fanden und die mir schon immer in den Ohren liegen, wann ich das endlich lese. Und ich habe darauf gewartet. Ich habe auf den Bann gewartet, auf die Spannung, auf dass da was passiert, dass was mitnimmt. Und ich wollte eigentlich den ersten beenden und direkt den 2. lesen, den ich ja hier stehen habe. Ich warte immer noch drauf. Also es hat mich leider nicht mitreißen können. Es war mir einfach zu gewollt. Zudem hat mich Lockwood sehr, sehr oft an Sherlock Holmes erinnert. An diesen, dass er den Kragen von seinem Mantel hochstellt und auch wie er so ein bisschen mit George gesprochen hat. Das hat mich dann so ein bisschen an Watson erinnert. Und
ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war oder ob das Zufall ist oder ob man damit eben einfach spielt mit diesem Detektivgetue von Sherlock. Ich fand das irgendwie nicht so gut. Also ich fand es nicht schlecht, es war okay. Also es ist ein durchschnittliches Buch gefühlt, würde ich Sterne vergeben, würde ich jetzt mal sagen, ja, so 3 von 5. Es war jetzt nichts, was mich total abgeschreckt hat, was ich abgebrochen hätte, was ich nicht gut fand. Es war jetzt auch kein brillantes oder gar großartiges, lebensveränderndes Buch. Es war halt so ein okay Buch. Und ich glaube, es lag auch einfach daran, dass man so behypt wurde über diese Buchreihe, dass so viele davon schwärmen und man auf irgendwas wartet und es ist für mich eben einfach nicht gekommen. Ich weiß, dass es einigen tatsächlich im Leseklub so ging, wenn man die Kommentare verfolgt hat. Haben einige auf den Charme, auf den Bann gewartet, andere waren ab dem 2. Leseabschnitt total fasziniert und im Bann drin. Und es war super interessant zu lesen, wenn man eben selbst zu einer dieser Kategorien gehört und dann zu lesen, wie es den anderen geht, die eben total gehypt waren und total begeistert und die jetzt wahrscheinlich direkt den 2. weglesen. Ne? Das ist super spannend zu lesen und das macht eben so das gemeinsame Lesen auch so aus, dass man manchmal Aspekte so sieht, die man selbst vielleicht nicht merkt, weil man anderer Meinung ist oder seinen Augenmerk auf was anderes legt. Aber ja, mich konnte es leider nicht packen und ich denke mal, dass jetzt der 1. Band und auch der 2. Band demnächst bei mir ausziehen werden. Gibt ja so einige junge, jugendliche Kinder, jüngere Jugendliche in meinem bekannten Freundeskreis, wo ich denke, da ist das auf jeden Fall gut aufgehoben und da macht das vielleicht auch Spaß, weil ich konnte mich halt auch nicht gruseln. Ne? Ich meine, ob es spukt oder nicht, sowas kenne ich durchaus auch, aber ja, es ist wirklich, man, es ist so gemein eigentlich, dass es einem nicht gefallen hat, weil man möchte, dass es einem gefällt und es wird immer dunkler und dunkler. Ich hoffe, ihr seht mich noch. Ja, das waren soweit die Bücher dieser Woche. Wie ihr seht, tatsächlich doch sehr durchgemischt von Abbruch über Clifton Saga hat mich fest in dem Griff und so diese Okay-Bücher. Aber die gehören halt auch einfach dazu. Ne? Es kann halt nicht alles ein absolutes Lese-Highlight sein. Dann käme ja man vor Begeisterung ja nicht mehr raus. Das geht natürlich auch nicht. Serientechnisch habe ich nichts geguckt. Wann hätte ich auch noch was sehen sollen? Ich habe Donnerstagabend zufällig auf Netflix entdeckt eine Serie mit Sean Bean, Frankenstein Chronicles. Habe die 1. Folge geguckt und glaube auch so bis zur Mitte der 2. Und er spielt halt Sean Bean mit. Das war so der Aufhänger für mich, wo ich dachte, ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Sean Bean-Fan, aber gerade, also ich mochte ihn in Herrn der Ringe nicht. Ich fand ihn ganz gut als Boromir, aber ich mochte ihn da nicht so. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich Boromir nicht so mag. Aber in allen anderen Filmen und Serien mag ich ihn sehr. Gerade als Ned Stark in Game of Thrones finde ich ihn immer wieder beeindruckend gut. Und er passt für mich auch in so eine Mittelalterrolle. So auch in Frankenstein Chronicles, die ja auch irgendwann 1820, glaube ich, spielt. Und wir sind, soweit ich mitgekriegt habe, auch in England. Das lässt so ein bisschen Jack the Ripper-Feeling aufkommen und es geht da eben auch um verschwundene Kinder. Und wir treffen eben so auf ein Mädchen, das aus verschiedenen Einzelteilen zusammengenäht wurde, was der Charakter von Sean Bean eben am Ufer findet. Und das ist schon echt derb, das ist schon echt dunkel, das ist schon echt widerlich. Und ja, da bin ich vielleicht ein Mädchen. Für mich ist das wirklich schon was zu viel des Guten. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich habe es auch letztens mit ein paar Mädels so besprochen und so gesagt, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Es konnte mir früher, wie ich jung war, so bis Anfang 20, nicht blutig genug sein, nicht brutal genug. Ich habe Horrorfilme gesuchtet und auch verbotene Filme, die es halt so, die auf dem Index standen, wo man froh war, dass man eigentlich 21 war, dass man die gucken durfte. Auch Bücher, es konnte nicht blutig genug und da sind die Körperteile rumgeflogen und abgetrennt und angenäht und Augen ausgestochen. Also es gibt ja wirklich Widerliches zu erzählen von Zombie-Filmen, ne? Und irgendwann konnte ich es nicht mehr sehen. Ich konnte es nicht mehr lesen, ich konnte es nicht mehr angucken. Mir wird da wirklich regelrecht innerlich übel. Ich frage mich, ob ich mich da einfach mal satt gesehen habe oder überlege, was hat sich jetzt vielleicht dazu verändert, aber ja, auf jeden Fall habe ich die Serie mal so angefangen. Ich weiß tatsächlich noch nicht, ob ich die komplett verfolgen werde. Sie läuft halt gerade auf Netflix. Es ist auch die 1. Staffel komplett da. Vielleicht werde ich jetzt immer mal reingucken. Aber aktuell, ja, die Clifton-Saga hat mich wirklich im Griff, weil immer wenn ich Zeit habe und eigentlich so einen Moment des Berieselns hätte,
höre ich mir eben Hörbuch an. Ne? Das ist, macht einfach Spaß. Ich kann auch nichts für. Ja, dementsprechend in diese Richtung nichts. Filmtechnisch habe ich die Woche zusammen mal mit meiner Mama Bridget Jones 2 angeguckt. Wir haben den, glaube ich, aufgenommen. Am Dienstag lief der irgendwo im Fernsehen. Ha, ich bin ja ein Bridget Jones-Fan, zumindest des ersten Teils. Und ich habe den zweiten Teil gefühlt, glaube ich, nie gesehen. Also mir kam der total unbekannt vor. Ich kenne auch die Bücher dazu nicht. Und war aber vom zweiten Teil sowas von enttäuscht. Also ich habe mir echt gedacht, wie doof kann man als Frau eigentlich sein? Und es erklärt manchmal, warum die Welt so ist, wie sie ist. Ne? Wenn Frauen und Männer, wie in diesem Film, kein Wunder, dass da... Also, naja. Ja, ne, ich fand ihn nicht gut. Das Beste daran war gegen Ende dann noch der Soundtrack von Robbie Williams. Der hat ja Misunderstood dazu gesungen. Das war für mich dann so der krönende Highlight des zweiten Teils. Und ich hatte direkt wieder ein bisschen Lust auf Robbie Williams hören. Das habe ich dann auch die Woche getan. Und dachte, ach, der Junge kann es einfach. Na, und das schon gefühlt 30 Jahre. Ja, nicht ganz so lang, 25 Jahre. Wollen wir uns mal nicht alle älter machen, als wir sind. Aber so 25 Jahre sind es, glaube ich, gut. Ne? 1993, oh Gott, Mensch, das ist lange her. Ja, aber ja, das fand ich nicht so gut. Ansonsten serientechnisch nichts, filmtechnisch nichts, YouTube-technisch auch nichts. Buchtechnisch war es ganz okay, wie ihr seht. Und ich werde hier schon wieder so angeblendet von der Seite. Ja, was ist so für die nächste Woche ein bisschen geplant? Es wird auf jeden Fall das Neuzugänge-Video geben. Ich denke mal, dass ich das vielleicht noch morgen abdrehe, bevor ich unterwegs bin. Denn ich gehe morgen am Sonntag, beziehungsweise für euch heute, zu einem Poetry Slam und bin mega, mega gespannt. Das ist mein erstes Mal live dabei und ich bin echt total gespannt, wie mir das gefallen wird. Ich bin jetzt ja nicht der erfahrenste Poetry Slam-Gucker, Hörer. Ich kenne halt Julia Engelmann und ihre Bücher oder ich habe das ja zum Teil als Hörbuch gehört. Bin sehr gespannt. Bin total neugierig darauf und freue mich da einen schönen Abend zu haben. Und bin sehr gespannt. Werde nächste Woche gerne berichten, wenn euch das interessiert. Und dann gucken wir einfach mal, was die nächste Woche so bringt. Buchtechnisch starten wir mit Ready Player One. Das starten wir, glaube ich, am Montag und auf das freue ich mich auch sehr von Ernest Cline. Auch das lesen wir in einer ganz kleinen privaten Lesegruppe, weil da erscheint ja dann auch der Film im April. Und wir wollen natürlich vor dem Film auf dem Stand des Buches sein, denn das wird ja auch mit Steven Spielberg oder von Steven Spielberg verfilmt und da kann ich euch nächste Woche auf jeden Fall schon ein bisschen was erzählen. Wir lesen aber ein bisschen länger dran. Also ich glaube, wir lesen da fast 2 Wochen dran und dementsprechend ist das nächste Woche eher so ein Mitteleindruck und dann mal gucken, zu was für ein Buch ich noch so greifen werde nächste Woche. Auf jeden Fall natürlich die Clifton-Saga. Ich glaube tatsächlich, dass ich das jetzt so nacheinander weghören werde. Und ich denke, da werdet ihr jetzt die nächsten Woche immer so ein bisschen auf den Laufenden gehalten. Und es macht einfach echt Spaß, ne? Also, ich hätte es ja nicht gedacht. Aber manchmal muss man sich überraschen lassen. Ja, aber jetzt genug gequatscht. Ich bin sehr gespannt, was ihr diese Woche so ein bisschen gelesen habt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Auch, ob ihr die Serie mit Sean Bean vielleicht schon kennt. Ob ihr Ready Player One vielleicht schon gelesen habt, könnt ihr mir auch gerne mal schreiben. Und vielleicht auch, wie euch die Clifton-Saga so gefällt. Oder ob ihr einen Lieblingsteil habt. Aber bitte natürlich spoilerfrei. Könnt ihr mir das gerne mal dalassen. Und ich danke euch nun fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.